Scheiß auf Sonic the Hedgehog, fucking Rayman ist der Shit. Rayman, ein Held ohne Arme und auch ohne Beine. Süße Lappenärmchen, Lauch, Raymans Bizeps brennt. Und ich werde jetzt den ultimativen Klassiker Rayman 2 spielen. Ah, da kommen diese herrlichen Erinnerungen an die Kindheit wieder hoch. Ah, ich wurde gemobbt, die Treppe runtergeschubst und hatte keine Freunde. Beste Zeit meines Lebens. Wie auch immer, los geht's. Bitte schnallen Sie sich alle an. Anschnallen bitte. Ah, verdammt, da ist schon wieder mein Tampon aus der Fotze gefallen. Verfickte Scheiße nochmal. Okay, das ist jetzt das Intro von Rayman. Geiles Spiel für Kinder. Hardcore-Scheiße, Alter. Ich weiß zwar nicht, was diese ganze abgefuckte Boah, den fetten Wichser kenne ich noch. Ich habe auch Rayman damals gespielt. Scheiße soll, aber wir sind gefangen und müssen hier irgendwie raus. Und dieser blaue Fettsack hilft mir auch nicht weiter. Fick dich! Aber das... Rechts ist ein kleiner... Mach weiter, benutze deine magische Faust. Wasserabfluss und da kann ich durch. Oh mein Gott, und schon geht die Action los. Los geht die Action. Wir hauen jetzt also durch dieses Abflussrohr ab, wo die ganze Scheiße und Pisse von den anderen Gefangenen auch rausgeflossen ist, aber es geht um Leben und Tod, Freunde. Ah, oh, das Spiel ist so geil, Mann. Nachdem wir also wie eine Kackwurst... Boah, die kenne ich auch! Ah, die alten Erinnerungen! Dann kommt... Aber halt anderes Spiel, ne? Ich kenne die Charakter aber nicht in dem Spiel. ...sind, befinden wir uns nun in der Freiheit. Ich sehe da hinten einen Käfig, wir befreien die mal am besten. Was ist das jetzt schon wieder? Was sind das für vier kleine Analdildos? Da ist eine Spinne! Da ist eine Spinne in meinem Zimmer! Ich habe alles im Griff, kein Grund zur Panik, alles ist in Ordnung. Neben seinem Zimmer sieht schlimmer aus, seins oder meins? Deins. Erklärt warum? Erklärt. Begründung. Räum mal wieder auf. No joke. Der Grund, warum ich nicht aufräume, ist, dass ich for real keine Zeit habe. Mach doch Content aus Aufräumen. Ja, habe ich schon mal versucht. War richtig scheiße. Alter, war das einfach. Hä, mein PC ist abgestürzt. Warum ist mein PC abgestürzt? Alter, dieses scheiß Netzteil macht mich wahnsinnig. Nachdem ich also dieses Monster besiegt habe, geht's jetzt weiter mit Rayman. Oh mein Gott. Dieses Geräusch vom Klettern. Ich habe gerade den allergrößten Flashback. Freunde, da gibt's etwas, was ich euch noch gar nicht erzählt habe. Als ich mal vor ein paar Jahren im Krankenhaus war, lag einer mit in meinem Zimmer, der eine Verstopfung hatte. Also der hat seit über 4 Tagen nicht mehr geschissen. Und eines Morgens kam dann plötzlich eine Krankenschwester ins Zimmer rein, weil er dann tatsächlich doch mal kacken musste. Aber die Wurst wollte nicht richtig raus. Also hat die Krankenschwester allen Ernstes die Kackwurst mit einer Gabel aus dem Arschloch gezogen. Ah! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das aussah. Maika Currywurst mit extra Currypulver und Pizza. Und er musste sich so voll dabei anstrengen zu drücken und er klang dabei genauso wie dieses Klettergeräusch gerade eben. Gebe diesem Video sofort einen Daumen nach oben oder du bekommst eine fette Gabel in den Arsch. Was ist das? Ihr werdet mir nicht glauben, was mir heute passiert ist. Ich gehe so im Supermarkt einkaufen und hole mir halt die Sachen, die ich so brauche. Beispiel Gurken, ein paar Bananen und natürlich ganz viel Fleisch. Yeah, Fleisch! Hashtag vegan. Schauen wir doch einfach mal, wen unsere liebe Lisa so abonniert hat. Ah, die Lochis. Oh, was sehen wir denn da? Ein Lochi wird in all seine Lochis gefickt mit fucking Sahne von einer Oma. Also ich für meinen Teil glaube nicht, dass diese Sahne vegan ist. Wie auch immer, auf jeden Fall war ich dann einkaufen gewesen. Und was ich mir auch noch geholt habe, war ein Oreo-Fake, der günstiger war, weil mein Geld nicht gereicht hat. Und diese Oreo-Fakes hießen einfach Ohio. Fucking Ohio. Jetzt... Junge, heute wär's Ohio, Alter. Digga. Kommen gleich wieder tausende Klugscheißer-Kommentare. Mann, das heißt Ohio und nicht Ohio. So, vergiss, was ich gesagt hab.
Oh, das ist ein Bundesstaat in Amerika. Oh, tut mir leid, Barack Obama, dass ich nicht auch Präsident bin. Im Edeka oder so gibt's auch Oreo-Fakes und die heißen Black Five. Also unser Black Five stelle ich mir zwar eher ein Hardcore-Porno mit 5 afrikanischen Herren vor, aber lassen wir das gut sein. Auf jeden Fall stellte ich mich dann mit meinen Sachen an der Kasse an. Und eine alte Frau, die vor mir stand, meinte zu mir: Junger Mann, gehen Sie doch vor. Oh, frisches Fleisch, ich liebe junge Kerle. Oh, den würde ich schon mal mit meinem Gebiss an den Nippeln rumknabbern. Und ich bin so mega happy, so, ja, ich darf einen Platz nach vorne. Ich gehe also vor die Frau und lege meine Sachen gemütlich auf das Kassenband. Und plötzlich sagt die alte Frau einfach zu mir: Was drängeln Sie sich einfach vor? WTF? Ich sag so: Hä, was? Ich dachte, ich darf vor. Nee, ich hab's mir anders überlegt. Sie hat mich verfickt nochmal verarscht, geprankt. War das ApoRats Mutter gewesen? Das wäre so, als würde man mich küssen, danach sagen: Nee, ich hab's mir anders überlegt. Und mich wegen fucking sexueller Belästigung anzeigen. Auf jeden Fall sagte ich dann zu der Frau: Ich bleib jetzt einfach hier vorne, so wie sie es mir erlaubt hatten. Und sie brüllt die ganze Zeit: Nein, nein! Als ob sie gerade einen fucking Bär zur Welt bringt. Und dann mischte sich die Kassiererin ein. Und ich muss sagen, die Kassiererin ist einfach der fucking Boss, Alter. Sie haute einfach raus: Ich würde jetzt auch mal gerne anfangen zu kassieren. Mein Digga, heute, ich war bei Rewe. Bro, ich stehe da. Heute war people happy. Normalerweise kassiere immer. €4,90. Aber heute, da kommt so eine Frau, die sagt so: Haben Sie mein Handy? Und dann sie so: Ja, ein alter Mann hat's abgegeben. Und sie so: Mein Gott, ja, wo ist er hin? Und dann sie so: Ja, da, da. Und dann, da war gerade ein alter Mann, der bezahlt hat. Und dann meinte er so: Ja, aber ich bin's nicht. Und da hat jeder gelacht und ich musste auch lachen, weil das actually good one war von dem. Das war ein alter Rentner, der mich zum Lachen gebracht hat. Das war actually good one, weil die haben den so beschrieben und der sah halt genauso aus wie der Typ, der da stand. Und ja, und hinter mir war, kennt ihr diese, oh Gott. Alles, was ich jetzt sage, ist nicht böse gemeint. Ich muss das nur irgendwie erklären. Diese average, sehr deutschen halt, war eine Frau, die hatte braun gebrannte Haut, entweder von Solarium oder von Sonne. Ich sag Solarium. Und die hat diese so, die hat dann so gelacht. So, also richtig deutsch. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und die hat so richtige Karen-Lachen gehabt. Presse. Auf jeden Fall durfte ich also dann doch vorne bleiben. Aber WTF, Mann, was sollte das? Gebe diesem Video einen Daumen nach oben. Oder du bist die einzig weibliche Darstellerin in Black Five. Digga, das ist so gottlos. Christopher Stalker verfolgt einen YouTuber nach Hause. Jo Leute, hier ist wieder euer Lieblings-YouTuber Felix Leiden, yeah! I need some cucumber. Warum? Warum darf ich das erst heute sehen? Warum darf ich es erst jetzt sehen? Mein ganzes Leben war sinnlos. Und wahrscheinlich dachtet ihr euch, wo ich, euer Gott, euer Lieblings-YouTuber die ganze Zeit gewesen bin. Nun, zunächst einmal habe ich die Zeit damit verbracht, mir qualitativ hochwertige YouTube-Videos anzusehen. Ist das eigentlich euer verfickter Ernst? Es gibt auf YouTube einen Fartmaster, einen Furzmeister. Gibt's? Denkt ihr, den gibt's doch? Das Video ist, okay, schon älter als 2, glaube ich. Ich guck. Ich sag ja und der hat mehr als 6k. Wait, den gibt's actually nicht mehr, glaube ich. Den gibt's nicht mehr. Die Menschheit wirklich schon so? Nee, der hat 100 Abos nur. Der hier hatte 6, das ist 6k. Ihr Vollidioten. Weit, dass wir einen Fartmaster haben. Aber darum soll es ja heute... Der hat das einfach re-uploaded. Überhaupt nicht gehen, nein. Als ich nämlich das letzte Mal in der Stadt war, sind mir mal wieder ein paar Zuschauer begegnet. Und anstatt, dass sie mich ansprechen, laufen sie mir die ganze Zeit hinterher. Glotzen mich die ganze Zeit so an, als wären sie fucking Kim Possible auf Mission. Hauen die ganze Zeit raus. Ist das Knuspertoast? Ey, Jungs, ist das Knuspertoast? Die Leute, die an mir vorbeilaufen, denken sich: Knuspertoast, sind die irgendwie behindert? Die Fotzen. Und jetzt kommt's. Ich steige in meine Bahn ein und denke mir so: Every day, Saturday. Und plötzlich steigen die Zuschauer in dieselbe Bahn ein. Und ich höre denen so beim Reden zu, über was die so labern. Und einer von der Gruppe, der genauso aussah wie dieser eine Hurensohn aus fucking Toy Story, sagt einfach zu seinen Freunden: Wollen wir Knuspertoast bis nach Hause folgen? Dann wissen wir, wo er wohnt. Hä, aber weiß man, wie Knuspertoast aussieht? Ja, und ich muss sagen, fick doch mal, gute Idee. Wie stellt ihr Lappen euch das eigentlich vor? Kommt ruhig zu mir nach Hause. Es gibt Kuchen. Kinder, setzt euch ruhig auf die Couch. Na, wie war euer Tag denn heute, ihr kleinen Racker? Nein, das ist verfickt nochmal nicht korrekt. Sowas nennt man Stalking. Dafür kann man angezeigt werden. So etwas Abgefucktes macht nicht mal Swiper. Und Swiper ist ein fucking Kinderficker, also muss es was heißen. Digga.
Nun, auf jeden Fall hatte ich dann noch Glück gehabt, weil eins der Kinder seine Mutter getroffen hat. Aber es hätte auch anders enden können. Sprecht mich einfach an, ich mache ein Bild mit euch, ich rede mit euch, alles easy. Aber mir nach Hause folgen, ihr werdet halt instant angezeigt. Und dann viel Spaß, wenn ihr eurer Mom erklären müsst, dass ihr einem Typen namens Knuspertoast bis nach Hause gefolgt seid und jetzt deshalb eine Anzeige am Hals habt. Aber die meisten meiner Zuschauer sind mega korrekt. Jemand meinte auch letztens in den Kommentaren zu mir, dass er seinen Schulfreunden von mir erzählt hat, damit mein Kanal schneller wächst. Mega Ey Jungs, könnt ihr das auch machen? Einfach Lösung. Er spricht die Kinder an in der Bahn und wenn die nicht abhauen, haut er ihnen auf die Fresse. Ingame, ja, true. Stark, gebe diesem Video einen Daumen nach oben oder morgen wirst du im Arschloch von dem Pfadmaster aufwachen. warum musst du Knuspertoast aufhören, Videos zu machen? Warum? Ein schwerer Verlust für YouTube. Digga, er ist mein Lieblings-YouTuber gerade. Und seine Videos sind 4 Jahre alt. Meine Frau ist mit meiner Matratze fremdgegangen. Mann, du musst mir glauben. Er wurde ich auch nicht mit seiner Frau geschlafen. Nein, nein. Echt? Ich habe es von Anfang an gewusst. Das neue Knuspertoast-Video wird präsentiert von Pip-Baby-Nahrung. Ich habe schon einmal in eine Packung reingeschissen. Pip-Baby-Nahrung. Dafür steht mein langer schwarzer Puller, Mann. Hey Leute, na? Ich hatte heute früh den schönsten Morgen aller Zeiten. Diese verdammten Hurensöhne, Alter. Danke dafür. Aber nicht nur meine Nachbarn ziehen um. Wie viele von euch vielleicht erkannt haben, hat das Jahr 2017 für mich irgendwie erst jetzt so richtig angefangen. Und das liegt daran, dass ich umziehe. Die meisten von euch stellen sich doch einen Umzug ungefähr so hier vor. Lalalala. Oma, ich tue jetzt die Kartons ins neue Haus tragen. Mach das, Kleiner, viel Glück. Ja. Scheiß alte Schrulle, kommst mich an, diese alte Fotze. Aber ganz so einfach ist ein Umzug dann doch nicht. Zuerst muss man nämlich sein eigenes Zimmer aufräumen und die ganze... Digga, what the fuck? ...Sachen verpacken. Und es waren wirklich in jeder Ecke irgendwelche Käfer oder andere Insekten. Mann, ich wusste gar nicht, dass fucking Spider-Man unter meinem Bett wohnt. Auf jeden Fall habe ich dann beim Aufräumen alte Schulsachen von mir entdeckt. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber irgendwie fehlt mir auch die Schule. Nein, Knuspertoast, Schule ist so langweilig. Oh, die ganzen Schulbücher, oh, die sind so langweilig. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir alle so verblödet sind. Ich meine, ihr würdet euch ja lieber so ein Schulbuch hier wünschen. Seite 1, Minecraft. So kraftet man sich ein geiles Tierschwert, Digga. Seite 2, so kriegst du eine geile... Oh mein Gott. Bro, ich dachte kurz. Alter. Digga, ich sehe schon neue Shorts. Hugo dachte, er wird gebannt. In Klammern. Oh mein Gott. Pussy zum ordentlich reinscheißen, yeah. Knall sie, Diggen. Digga, ist das Mozart? Aber werfen wir doch nun einmal einen Blick in den Hefter eines 14-jährigen Knuspertoasts. Du happy. Was? Was ist das? Dann habe ich eine alte Arbeit von mir gefunden, wo das Thema war, dass wir etwas über Homosexualität schreiben sollen. Bitte mach nichts Dummes. Und irgendwas, egal wie. Dann habe ich mich entschlossen, einen Zeitungsbericht darüber zu schreiben. Ich war so ein Vollidiot. Was ich da meiner Lehrerin abgeliefert habe, ist wirklich das Beste, was ihr je gesehen habt. Es tut mir leid, wenn sich jemand angegriffen fühlt. Oh nein. Aber ich war ein 14-jähriger Vollidiot, also ist das ja auch egal. Von Schwuchteln und Tun. Mike, ein Homo. Digga, what the fuck hat er da? Digga, er hat das seiner Lehrerin gegeben. Seiner Lehrerin. Geht normal zur Schule. Er trägt T-Shirts mit der Regenbogenfarbe. Ich muss das lesen jetzt. Ah, nee, okay. Ne. Und hat viele Taschen mit schwulen Sticks. Mike
Max Klasse ist homofeindlich. Bro, what the fuck, Digga? Dr. Mende, woher kommt der Hass auf Homos? Nun, es ist nicht direkt Hass auf Homos. Der Hass auf Homos ist unbegründet. Ihr könnt mit Homos rausgehen, sie wie ganz normale Menschen. Bro, heilige Scheiße. Behandeln und vor allem sie aufhören zu mobben und zu belästigen. Eine 2 plus bekommen. Was? Was? Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich eine Wohnung gefunden. Der Umzug ist. Warte, ich distanziere mich von allem, was er gesagt hat. Ist jetzt fast fertig und zugegeben, es gab schon in den letzten Wochen ein paar Momente, wo ich ein Video hätte machen können, aber war dann doch mit anderen Sachen beschäftigt. Gebe diesem Video einen Daumen nach oben oder eine riesige Spinne wird in 10 Sekunden hinter dir stehen und dein verficktes Arschloch zuspinnen. Der ein oder andere. Was das? Ist das jetzt das war? Wird's mitbekommen haben, die letzten Tage war das Weihnachtsfest gewesen. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Jahr ist das irgendwie voll an mir vorbeigezogen. Ich war überhaupt nicht in Stimmung. Und vielleicht liegt das sogar an den zu hohen Erwartungen, versteht ihr? Ich meine, wir stellen uns doch alle Weihnachten ungefähr so hier vor. Weihnachtsmann. Die Spaghetti. Das kleine Rentier von seinem steifen Schwanz die Muschi gefickt. Weihnachtsmann. Dieser verdammte Bart steckt nach Scheiße. Aber heutzutage ist dieses Fest so heruntergekommen und es geht eh nur noch darum, Geld zu machen oder irgendwas Teures zu kaufen. For real sogar, Digga. Mutter, ich will die neue PlayStation haben. Nee. Mutter, ich hasse dich, du Fotze, fick dich. Als ich da mal letztens in die Kommentare geschaut habe, war da eins gewesen, wo drin stand: Ich frag mich, was Knuspertoast wohl zu Weihnachten bekommt. Punkt. Ist ja jetzt eh reich durch die ganzen Videos. Unverdient sowas. Oh Mann. Mit so wenig Arbeit und so einer schlecht gemachten Scheiße. Es. Ich frage mich, wie es in so einem Kopf aussieht. Wie stellt man sich als so ein Mensch YouTube vor? Gehen wir doch einfach mal in diesen Kopf herein und schauen wir, wie er sich mein Leben vorstellt. Bro. Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Knuspertoast. So, jetzt mal die Scheiße hier schnell zusammenschneiden, gar keinen Bock. So, jetzt muss ich das Video nur noch monetarisieren. Nein, Freunde, so einfach ist das auch wieder nicht. Denn egal wie viel man verdient, man muss das angeben und dann hält der Staat natürlich die Hände offen und möchte was abhaben. Das ist immer lustig, wenn ich mich in diesen Situationen befinde, wo dann Leute mich fragen... Digga, for real, ich glaube, Knuspertoast hat legit nix verdient. Gar nix. Alle seine Videos gehen 2, 3, 4 Minuten. Der Typ hat legit... Mein Call, er hat... ...5k verdient. Nee, mehr, 10. Nee, mehr, 15k. Aber ich glaube, der hat safe auch so... ich weiß nicht mehr, hatte er Werbung und so? Also so, Produktplatzierung? Ah, stimmt, er hatte Patreon, stimmt! Er hatte Patreon. Patreon hat er, ich glaube, gestreamt hat er auch manchmal, aber durch YouTube hat er legit 15k oder so verdient. 15k insgesamt, ne, nicht pro Video. 15k insgesamt während diesen ganzen Jahren. Mit was verdienen oder 10k. sie denn ihr Geld im Internet? Das will ich mal sehen. Und ich sitze dann so auf dem Stuhl gegenüber von denen, mein Herz rast schon und ich muss sagen, ja, geben sie mal bei YouTube Knuspertoast ein, das sind meine Videos. Ja, und dann gehen diese Leute auf meinen Kanal und sehen Snackinis, Beefies oder jetzt gerade vor 20 Sekunden mein verficktes Arschloch. Und diese Leute checken dann oft nicht den Humor hinter den Videos. Sie denken, ich verdiene buchstäblich Geld damit, dass ich meinen Arsch ins Mikrofon halte und das filme. Ja, und das ist echt immer wieder aufs Neue lustig. Gebe diesem Video einen Daumen nach oben oder Sammy Slimani kommt zu dir nach Hause und vergewaltigt dich. Oh, ich distanziere mich davon, what the fuck.